Deutschland ist echter Vorreiter in Sachen Batterierecycling. Bei knapp 50.000 Tonnen jährlich verkauften Gerätebatterien werden etwa 23.000 Tonnen Batterien wiederverwertet. Fast jede zweite Batterie wird also recycelt. Ziel ist es allerdings, eines Tages sogar deutlich über 90% der Batterien recyceln zu können. Aber wie funktioniert das eigentlich genau? Zum Beispiel bei einer Lithium-Ionen-Batterie. Der Recycler schaut zunächst auf die Art der Batterie. Nach der Sortierung erfolgt die manuelle Demontage. Hier werden Kupferleitungen, Kunststoffe und Metallteile entfernt. Jetzt wird die Batterie geschreddert. Ab dieser Stelle hat jede Betreiberfirma unterschiedliche Recyclingverfahren. Die Batterieteile werden entweder im Hochofen verbrannt oder in einem Säurebad chemisch aufgelöst. Das nennt man pyrometallurgisches und hydrometallurgisches Recycling. Im Hochofen verbrennen, schmelzen oder verdampfen die Stoffe und werden anschließend voneinander durch physikalisch-chemische Verfahren getrennt. Dadurch können zum Beispiel Kobalt, Kupfer und Nickel zurückgewonnen werden, um später neue Batterien zu bauen. Außerdem bleibt eine glasartige Schlacke übrig, die sich zum Beispiel für den Einsatz im Straßenbau eignet. Hier drin befindet sich auch das Lithium. Doch es gibt noch einen anderen Weg, um Batterien zu recyceln: das hydrometallurgische Verfahren. Hier wird das übrig gebliebene Pulver nach dem Schreddern gesiebt. Danach werden die Bestandteile über verschiedene Filterverfahren chemisch gelöst. Dazu wird das Pulver in ein Säurebad gegeben, um ihm die wertvollen Rohstoffe zu entziehen. Aber warum werden eigentlich noch nicht alle Batterien recycelt? Natürlich ist die Rückgewinnung von Lithium, natürlichem Graphit und des Elektrolyten aus Sicht der Nachhaltigkeit wünschenswert. Manchmal ist es technisch, aber oft einfach aus ökonomischer Sicht problematisch. Außerdem geben einfach noch zu wenige Menschen ihre alten Batterien zurück und lagern sie zu Hause, anstatt sie ins Recycling zu geben. In Deutschland gibt es bislang nur eine Handvoll Batterierecycler. Dennoch macht eine Zahl Mut. Mittlerweile können mehr als 90% der Materialien einer Batteriezelle stofflich recycelt werden. Und Experten gehen davon aus, dass diese Zahl noch weiter steigen wird. Denn Batterierecycling ist enorm wichtig, um die Wertstoffe im Kreislauf zu halten.